Hey Leute, ich musste unbedingt noch ein Video machen. Ja, unbedingt. Wir haben gerade einen Halbmond, was natürlich jetzt nicht so aussieht wegen meiner Kamera. Ja, so besser? Ah, nicht. Ah, nicht besser. Ja, sieht ein bisschen zu dick aus. Leute, lasst uns mal mit dem Thema aufhören. Ist die Erde flach oder ist sie rund? Ja, der Mond ist rund. Die Sonne ist rund. Alles ist rund und die Erde soll flach sein? Ja? Warum? Warum? Leute, ja? Die Erde ist flach. Allein von der Physik her, ja? Allein von der Physik her ist die Kugel die stabilste Form. Darum ist alles eine Kugel, ja? Auch wegen der Gravitation. Die Gravitation macht es, dass es zur Kugel wird, dass sich die Sachen zur Kugel ansammeln, ja? Naturgesetz, erschaffen von Gott. Er weiß doch, was er macht. Ja? Er macht das Naturgesetz so, dass Gravitation herrscht, damit alles sich in Kugelform zum Zentrum hin bildet. Ja, sich anzieht. Ja. Versteht ihr? Laut heutigem Wissensstand. Ja, widerspricht nicht der Bibel. Auf den ganzen Erdenrund oder Erdenkreis. Ja? Wenn die Erde flach wäre, wenn die Erde flach wäre, oh Mann, und wir hätten das Bombardement, ja, von Asteroiden und sonst was, dann müsste sie ganz schön dick sein, ja, dann müsste sie ganz schön dick sein, damit sie das Bombardement der Asteroiden überlebt, wenn sie flach wäre. Sie würde wie eine Scheibe zerspringen, ja. Für was brauchen wir eine dicke, fette Erde, wenn wir da unten überhaupt nichts tun? Die Erde ist rund, weil wir sie komplett bevölkern. Ja, eine Riesenfläche. Ja, wir leben eigentlich unbegrenzt. Versteht ihr? Freiheit. Was ist Freiheit? Ist Freiheit eine Grenze? Oder ist Freiheit ein Erdenrund? Leben wir denn nicht frei? Hat Gott uns nicht Freiheit geschenkt? Warum sollte der uns Borders geben? Grenzen. Wir werden Riesenvölker sein. Unser Wissen wird ins Unermessliche steigen. Ja? Für was? Für was? Wenn wir Grenzen aufgesetzt bekommen auf diese Erde. Leute. Ja? Ich wollte es nur mal loswerden, weil ich gucke da im Internet mir das ganze Zeugs an. Ist die Erde rund oder ist die Erde flach? Logisch. Ja? Physikalisch. Mathematisch. Ja? Biblisch. Wissenschaftlich, ja, vom Naturgesetz passt das alles ganz genau, dass die Erde eine Kugel ist. Der Mond ist eine Kugel. Das seht ihr doch, dass der Mond eine Kugel ist. Die wieder in der Nacht spiegelt er das Sonnenlicht ab und ihr seht hinten, ja, dass es eine Kugel ist, was die Sonne das Licht nicht abbekommt. Ja, scheint so ein bisschen leicht. Warum sollte der Mond eine Kugel sein und die Erde eine flach? Warum? Ja, alles ist eine Kugel und die Erde ist flach. Gut, wollte es nur mal loswerden. Klar ist hier nichts Handfestes dabei. Das hört sich wie eine Behauptung einfach an. Aber ich denke mal, wisst ihr, logisch, wie gesagt, logisch und alles, was ich gerade gesagt habe, braucht man gar nicht drüber zu diskutieren. So, ihr Lieben, das war's schon. Die Erde ist rund. Hört auf, euch zu Kasper zu machen. Ja. Verliert keine Zeit mit Schwachsinn. Ihr verliert Zeit mit Schwachsinn. Betet doch lieber. Betet doch lieber. Oder macht was für Gott. Ja, ihr unterhält euch, ist die Erde rund, was weiß ich, hat der chinesische Kaiser eine Zipfelmütze an, hat ein Bart, wen juckt denn das, Mann? Bringt die Leute ins Paradies. So, gut, alles klar, das war's. Ab nach Hause, liebe Muslime, was einer zuhört, kommt zum Christentum. Ihr seht ja, unser Geist funktioniert um einiges besser. Wenn ihr Christen seid, funktioniert euer Geist auch um einiges besser. Ihr braucht nur Gott und Gott erklärt euch alles, denn ihr habt den Heiligen Geist und der Heilige Geist ist Gott. Und er ist uns als Tröster geschickt worden und als Lehrer und uns beibringt, was Jesus uns schon lange beigebracht hat.
Und wenn wir uns geistlich mehr anstrengen, werden wir sogar drüber hinaus lernen. Hm? Denn er ist ja da. Nicht wahr? Oder ist dein Glaube nur so klein wie ein Senfkorn? Noch kleiner. Unser Glaube ist noch viel kleiner. Aber er wächst. So, also ihr Lieben. Muslime kommen zum Christentum. Ja? Dann wird die Erde. Und dann haben wir mehr Frieden auf dieser Erde. Ja? Die Erde ohne Islam ist Frieden. Nicht die Islam ist Frieden. Ja? Wenn es Frieden wäre, müsste man es doch gar nicht sagen. Ja? Wenn es Frieden wäre, müsste man es gar nicht sagen. Wir Christen sagen nicht, Christen ist Frieden. Weil es Frieden ist, weiß doch jeder. Ihr müsst es sagen, weil es nicht stimmt. Gestern hat ein Muslim zum Beispiel gesagt, vorgestern glaube ich war das, wo ich studiert habe. Ich habe gesehen, dass ein Muslim gesagt hat, ich habe nie verstanden, wo ich Muslim war, warum ich für meinen Glauben lügen muss. Ich habe das nie verstanden. Der ist jetzt ein Christ. Ja? Warum musst du für deinen Glauben lügen? Wach doch mal auf, Mann. Wake up, Mann. Wake doch mal ab, Mann. Da sterben Menschen wegen einer Lüge, Mann. Du gehst in die Hölle wegen einer Lüge, Mann. Wake up, Mann. So. Also. Vater, ich bitte dich im Himmel, lass die Muslime Christen werden, denn Muslime, die Christen werden, sind die besseren Christen. Sie beten mehr, sie huldigen mehr, sie arbeiten mehr für Gott. Ja? Also, ab zum Christentum!